Hallo, liebe Leute, ich muss euch was sehr Blödes erzählen. Und zwar war meine Idee, hier eine neue Reihe auf meinem YouTube-Kanal, den ihr gerne subscriben könnt, zu machen mit City Skylines, einem City-Builder aus dem Jahre 2015, der mittlerweile, ich habe keine Ahnung, 30 oder 40 DLCs bekommen hat, die ich alle gekauft habe, weil ich die Idee hinter City Skylines toll finde. Nun habe ich versucht, die Stadt Shermer, Illinois nachzubauen in City Skylines und das auf YouTube quasi zu dokumentieren. Und zwei Folgen hatte ich schon abgedreht, als ich gemerkt habe, dass aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, der feine Herr Computer bzw. OBS selbst gedacht hat, dass eigentlich braucht man keine Mikrofonquelle, obwohl dieses Mikro hier eingestellt war. Und darum sind die beiden halbstündigen Folgen jeweils ohne Ton. So, ich kann mal kurz euch zeigen, wie die Stadt bisher aussieht. Und dann können wir vielleicht eine neue von vorne anfangen oder vielleicht sogar auf der gleichen Karte versuchen, das gleiche nachzubauen. Hier haben wir Shermer, damit ihr seht, ich denke mir das nicht aus. So, ja, cool, super, danke. Ja, das Laden hier dauert immer ein Weilchen, darum trinke ich einen Schluck aus diesem Dings hier. Wie gesagt, alles sehr ärgerlich, aber was soll man machen, ne? Ich meine. Aber immerhin habe ich jetzt mal die Chance genutzt, den Ton direkt von der Soundkarte zu nehmen und nicht über den Lautsprecher auszustrahlen und dann wieder mit dem Mikro aufzunehmen, was für ein ich weiß nicht, also ich mag das nicht, weiß Bürger ist ein Fan davon, aber ja, jetzt könnte aber langsam mal fertig sein mit Laden, finde ich. Also das dauert jetzt lange schon lange zu lange. Es dauert lange. Naja, auf jeden Fall hatte ich unseren schicken John Benders Stadtpark schon und verschiedene Straßen umbenannt. Und alles weg. Ist die Frage, versuche ich dann wieder jetzt, wenn wir weiterspielen, also wie gesagt, ich könnte auch die Stadt weiterspielen, das ging eigentlich auch, aber dann wäre halt der ganze Anfang weg. Das wäre ein bisschen ungünstig, aber vielleicht ist der Anfang auch uninteressant, ich weiß es nicht. Schreibt bitte in die Kommentare, wie wir das... Fehlermeldung. Ja, das... man merkt, das ist alles... Achso, ich bin im falschen Fenster, ich Idiot. Okay. So, das ist unsere Stadt hier. Natürlich regnet es. So, das hier sind die ganzen Wohngebiete. Hier ist John Bender Memorial Park. Haben wir noch einen? Oh ja, hier haben wir einen. Die Ferris Bueller Farm. Hier haben wir... Ich glaube, Kühe oder was ist das? Ja, sind Kühe. Und hier Weizen und Äpfel. Hauptsächlich ist hier unser kleines Industriegebiet hier. Das ist ein futuristisches Windrad. Und hier ist die eine oder andere Kirche. Ja. Yeah. Und ein botanischer Garten. Ja, so sieht das dann aus, wenn man hier ein lustiges Städtchen baut. Ja. So weit waren wir hier gekommen, aber
wie gesagt, jetzt haben wir den ganzen Anfang verpasst, was echt tragisch ist, weil ich habe schon 291.000 von diesen komischen SimCity-Dollars gespart, obwohl sich das hier nicht um SimCity handelt, sondern um City Skylines, also werden die hier anders heißen. Und die kann ich jetzt alle nicht ausgeben. Das heißt, wir müssen dann nochmal von vorne anfangen. Aber wahrscheinlich wird das Layout ähnlich aussehen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Bup. Und zum Main-Menü. Ja, so ist das, ne? Im Leben geht manches schief. Aha. Gut, ja, ich weiß. Okay, neues Spiel. So, jetzt können wir hier zwischen diesen ganzen Gebieten wählen. Northwood Hills. Wollen wir eine europäische Stadt? Ich meine, Illinois ist, glaube ich, eher flach, oder? Swamplands, das hier vielleicht. Das ist Boreal-based Theme. Das ist, wir brauchen eine amerikanische Stadt hier. Amerikanische Stadt ist Temperate, glaube ich, ne? Dann nehmen wir Boreal. Sehen wir dann ja, was dabei rauskommt. Was wir natürlich auch machen könnten, ist hier Winter, ne? Könnten auch Winter machen, obwohl Winter ist schon wieder vorbei. Frozen Shire. Windfield. Das ist Temperate, ich glaube, die Karte habe ich noch nicht gespielt. Wunderbar, nehmen wir die. Fertig. Aus. So, ich überspringe das mal, weil jetzt braucht er wieder eine Weile zum Aufbauen, glaube ich. Und wieder eine Fehlermeldung, das heißt, es kann losgehen. Okay. So, haben wir jetzt überhaupt hier... Oh, warte mal, ich kriege den Ton gar nicht vom Dingens. Jetzt aber, oder? Hört ihr den Audio? Das Audio von dem Audio? Hört ihr das? Muss er vielleicht ein bisschen lauter stellen. Ja, Main Volume auf 5%. Some radio channels cannot be streamed. Please note, some of the radio channels have licensed music and cannot be used when streaming. Channels unavailable for streaming. Gold FM, das ist gerade der gute. Laut. Gut, das ist unsere Karte hier. Das ist prima, weil das heißt, wir müssen erstmal, brauchen wir keine Brücken bauen, sondern können hier unsere Stadt vollkleistern. So, und dann will ich das mal... Ach ja, wollten wir die überhaupt... Die wollten wir diesmal nicht Springwood nennen. Ja, versuchen wir es nochmal. Charmer 2. Obwohl brauche ich eigentlich nicht. Ich hab nur eine knappe Stunde gespielt in der anderen Stadt. Das kriegen wir schnell wieder rein, glaube ich. So. Gut. Dann haben wir hier am Anfang ein Highway, der in das Stadtgebiet führt, und da müssen wir dran bauen, damit die Leute da hinkommen. In der leider jetzt gelöschten Video Let's Play Geschichte habe ich schon meinen Unmut dazu geäußert, dass das eigentlich irgendwie falsch rum ist. Und dass ein City Builder cool wäre, bei dem man eine Stadt quasi von der Entstehung am Mittelalter, als jemand am Fluss irgendwie einen Kahn hat stehen lassen, bis in die Neuzeit begleitet. Das wäre eigentlich ganz cool, aber sowas gibt es noch nicht. Gut, reicht das oder machen wir da noch einen dran? Vielleicht machen wir da noch einen dran. So. Jo. Gut, jetzt brauchen wir hier an dem Ende brauchen wir quasi so ein Rückgrat unserer Stadt, wo der Hauptverkehr zwischen den verschiedenen
wie sagt man, Längengraden laufen wird. Und das sind die hier. So, und dann auf dieser Seite hier. Geht dann der Industrieverkehr rein. Und auf der anderen Seite, da kommen die Wohngegenden hin. Und wir bauen das so, um zu verhindern, Space already occupied, was will der denn? Um zu verhindern, dass die Industriefahrzeuge, also die Laster und das alles, durch die Wohngegend fahren müssen. Das machen wir mit Einbahnstraßen, wie man an diesen Pfeilen sieht. So, was wir jetzt haben, ist allerdings ein Teil der Stadt, aus dem man nur über diese Straße reinkommt, und ein anderer Teil, wo das genauso ist. Und das reicht natürlich nicht. Wir brauchen so ein bisschen Kohäsion hier. Und darum bauen wir hier noch so ein paar breitere Straßen, damit wir so eine Art Kreuzung haben. So. Jetzt ist sehr wichtig, brauchen wir Wasser und Elektrizität. So, fangen wir mal an mit dem Strom. Da haben wir hier jede Menge futuristischer Kraftwerke, die wir bauen können. Zum Beispiel hier 1 bis 2 Megawatt für so eine Solarpanel-Geschichte. Dann diesen Spektra-Beacon. Oder diese Spektra-Turbine hier. Oder sowas können wir hier ins Meer bauen. Hätten wir sogar das Geld für, aber dann hätten wir kein Geld mehr für irgendwas anderes. Und ich glaube, wir fangen mal mit dem Ding an hier. Das können wir nämlich, das hat den Vorteil, können wir mitten reinbauen. Und was wir auch machen können, ist Wassertürme bauen. Wie machen wir das am besten? Weil wir wollen die nicht da haben, wo am Ende Verschmutzung hinkommt. So, bauen wir mal hier einen hin. Ein Wasserturm. Und ein Klärwerk. Das bauen wir mal abseits. Obwohl, das würde, glaube ich, Sinn machen, wenn wir das in relativer Nähe zum Wasserturm bauen. So. So, hier der blaue Bereich ist der, wo Wasserversorgung ist. Das heißt, man muss nicht wirklich jedes Kästchen ansteuern mit den Rohren, sondern die nur so ungefähr verlegen, wie man hier sieht. Okay, das sollte erstmal reichen für ein kleines Städtchen. Jetzt kommen hier die Wohngebiete hin. Und hier kommen ein bisschen kommerzielle Gebiete hin. Und dann brauchen wir noch Geld. Haben wir noch 11.000 da noch? Hoffentlich reicht das. Weil hier müssen dann die Industriegebiete hin. Und wir brauchen noch ein zweites Wohngebiet. So sieht eigentlich ganz gut aus. 2000 haben wir noch übrig. Hoffentlich haben wir nichts übersehen, was uns hier in den Nacken beißen wird. Ah, so, Industriegebiet hier. Und hier noch mehr Wohngebiet. So. Ja, sehr schön. Jetzt sehen wir, wie hier. So. Jetzt können wir hier die Barlow Street, ist natürlich ein relativ alberner Name. Die nennen wir dann Kevin
McAllister Street. Und machen das hier zu einer High-Priority-Straße, also das ist eine Vorfahrtsstraße jetzt. Und das machen wir hier genauso. Und die Smith Street machen wir mal die Ferris Bueller Street. Man muss nicht jede Straße umbenennen, aber es gibt so ein bisschen, wie sagt man, Flair. So, hier sieht man, sind schon die ersten Industriestandorte. Haben sich angesiedelt hier. Und da hinten sieht man, wo die Leute wohnen. Und Austin Powers fährt hier scheinbar mit seinem Käfer rum, mit seinem Zeitreisekäfer. Und da hinten ist die Autobahn. Wie nennen wir denn eigentlich jetzt diese Querstraße hier? Die ist auch ziemlich wichtig. Das ist der John Hughes Boulevard. So, wir können momentan nicht viel anderes machen, als hoffen, dass wir irgendwann aus den Miesen wieder rauskommen, weil unsere Stadt noch zu klein ist. Obwohl, oh ja, ich sag doch gerade, wir haben 480 Einwohner, das heißt, wir haben die nächste Stufe Stadt erreicht und können jetzt Steuern erheben, Kredite aufnehmen, wir können eine Mülldeponie bauen und Ärztehaus und eine Grundschule. So, dann machen wir da als erstes mal, erhöhen wir mal die Steuern. Weil man kann die locker auf 11 machen. Ohne, dass sich einer beschwert. So, und dann müssten wir jetzt hier so eine Mülldeponie hinbauen. Wir könnten die hier nah an den Eingang der Stadt bauen. Allerdings weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht ein Fehler ist, weil eventuell geht dann hier auch der ganze Müllverkehr. Also hier geht ein Hauptteil des Lieferverkehrs durch, hier geht ein Hauptteil der Leute, die neu in die Stadt kommen, durch und dann ginge da auch noch der Müll durch. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen ungünstig ist. Das habe ich bisher immer so gemacht. Aber ich glaube, das war eine dumme Idee. Darum werden wir jetzt hier quasi als Parallel-Boulevard zum John Hughes Boulevard uns einen zweiten hinbauen. Und hoffen, dass die Unterhaltungskosten dieser Straße uns nicht finanziell aus der Bahn werfen. Und dann bauen wir hier den Müll hin. Und zwar hier. Und das Schule und Arzt kriegen wir uns jetzt momentan noch nicht geleistet. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis das Geld da ist. Das könnten wir dann ja hier hinbauen. Das wäre fast ideal. Dann hätten wir hier auch noch eine Straße, wo dergleichen passiert. Wie nennen wir jetzt den Manor Street? Das ist der 16 Candles Boulevard. Eieieiei. Ich sehe noch nicht, wie lange wir aufgenommen haben hier. Aha, okay, ein bisschen Zeit haben wir noch.
Man sieht, das füllt sich immer weiter hier. Wir könnten schon mal ein neues Wohngebiet anlegen. Das ist zu nah dran. So. Wie gesagt, das sieht alles noch sehr klotzig und kästchenartig aus hier. Aber das müssen wir leider erstmal machen, bis wir finanziell stabil genug sind, um Experimente machen zu können, wie so, jetzt könnten wir uns zumindest schon mal eine Schule leisten, glaube ich hier. Es gibt hier eine normale Grundschule und hier sowas wie eine Waldorfschule, so eine private Grundschule. Oh, geht weiter. 950 erreicht. Wir können jetzt Polizei und Feuerwehr und verschiedene Spezialisierungen. Also Feuerwehr ist in der Regel eher wichtig, dass man das zügig macht, weil... Hier sieht man, wenn man die Feuerwehr anklickt, hier sieht man das gesamte Feuerrisiko in der Stadt. Und das ist halt schon beträchtlich, aber auch die bauen wir hier an das zweite Rückgrat. Genauso wie die Polizei. Die bauen wir hier hin und jetzt haben wir kein Geld mehr. Aber wir können ja Kredite aufnehmen. Hier 60.000, das reicht für sowohl Ärztehaus als auch Grundschule. Da machen wir mal eine normale Grundschule. Waldorf muss warten. Und hier ein normales Ärztehaus für Schama, Illinois. Die können wir jetzt noch einzeln benennen, aber irgendwo wird es albern, finde ich. Okay. Jemand schreibt mir. Wer schreibt mir? Entschuldigung, ich gucke schon wieder auf mein Handy, anstatt hier zu faseln. Aber wir müssen erstmal ein bisschen warten. Jetzt, wir haben ein bisschen Industrie. Demand, aber das können. Ach so, das ja. Ja. Klaus. Es war nur mein Herr Vater, der wollte. Hatte eine Geschäftsidee. Okay. So, wir haben hier noch immer, können wir schon Spezialisierung machen. Wir könnten Forstwirtschaft aufziehen. Oder Farming. Das könnten wir schon machen. Und wir könnten hier organische Lebensmittelläden und so aufziehen. Und self-sufficient buildings, also energiearme Häuser könnten wir. Können sagen, dieses Viertel hier, das sollen energiearme Häuser werden. Auch eine Idee. Es ist eigentlich, was ist der, was ist, weniger Taxes, aber weniger Garbage und weniger Elektrizität brauchen die. Weniger Steuern muss ich dann halt mit leben, oder? Das klingt ja, als ob die quasi fast nur Vorteile haben sonst. Zumal hier auch mein Strom auch langsam ein bisschen knapp wird scheinbar. Da müssen wir mal ein neues Kraftwerk bauen hier. Bauen wir mal nochmal so eins. Das bauen wir mir hier oben hin. So, sehr schön. Das ist der Vermont District. Das nennen wir mal
Hilldale. Jetzt, das Problem ist, sie reißen jetzt alle ihre Häuser ab, um neue bauen zu können. Aber dafür brauchen die dann weniger Strom. Schick. Die haben hier ihre umweltfreundlichen Häuser und da hinten könnt ihr mal weitermachen mit Bauen. Hier da hinten haben die keinen Strom. Vielleicht hätte ich stufenweise das machen sollen und nicht alle auf einmal. Aber naja. So, haben wir hier, könnten wir hier... hier können wir ein bisschen Forstwirtschaft machen. Aber nur so ein ganz klein wenig. In Foggy Park. So. So. So, hier sehen wir die Forstindustrie sprießen, sehr schön. Die macht schon ein bisschen weniger Dreck. Oh, dafür hat sie kein Wasser. Wasser brauchen wir. Wasser gibt es hier. So. Die kommen nicht so richtig zu Potte hier scheinbar mit ihrem Energie. Ja, noch habe ich Plus in Steuergeldern, das heißt, ich habe noch keinen fatalen Fehler gemacht hier. So. Sollte ein paar mehr Variationen geben mit diesen Niedrigenergiehäusern hier. Weil die tendieren dazu, alle gleich auszusehen. Siehst du, jetzt ist die Stadt schon wieder größer, als sie war, bevor ich hier das ganze Wohngebiet habe einreißen lassen. Zählt das eigentlich als Gentrifizierung? Ja, wer weiß. Na gut, ich lasse das noch eine Weile laufen, ohne Bauaufträge zu geben, damit ein bisschen Geld zusammenkommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.
Hätte ich gerne eins. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr überglücklich seid, dass es Ton hat zum Beispiel, dann liked es doch und subscribe vielleicht diesem Kanal. Das kostet nichts und ich würde ja sagen, die meisten Leute sind diesem Kanal nicht subscribed, aber ich glaube, das stimmt nicht momentan. Zumindest nicht von denen, die dieses Video sehen. Aber keine Ahnung, falls ich jemanden anspreche, der noch nicht abonniert hat, dann macht das ruhig. Es kostet nichts. Okay. Sonst noch irgendwas? Kommentar könnt ihr schreiben, wenn ihr, keine Ahnung, lustige Vorschläge habt, um Straßen, Schulen oder so zu benennen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.